Die Delegierten des CDU-Bundesparteitags sprachen sich am 15. Dezember 2015 für eine gesetzliche Impfpflicht bei Kleinkindern aus. Sie fordern, dass eine Pflichtimpfung für Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten, Mumps, Masern, Röteln und Windpocken eingeführt werden soll. Nach einer angeblichen Masernepidemie Anfang 2015 in Berlin war über eine Impfpflicht gegen Masern von Politikern wiederholt diskutiert worden. Doch inwiefern ist eine gesetzliche Impfpflicht für Kleinkinder zu rechtfertigen und ist diese wirklich unbedenklich? Klagemauer TV berichtete bereits in verschiedenen Sendungen über öffentliche Gegenstimmen zur gesetzlichen Impfpflicht sowie über Impfschäden. Wir haben für Sie einige der wichtigsten Argumente zusammengefasst. Die staatlich geförderten Impfprogramme gegen Masern führen zu einer Verschiebung der Masernerkrankung ins Erwachsenenalter. Anfang der 70er Jahre hatte noch jedes Kind spätestens mit 10 Jahren die Masern hinter sich. Es gab daher kaum Masern bei Erwachsenen und selten bei Säuglingen, denn diese waren durch die hohen Antikörperspiegel ihrer Mütter geschützt. Die Komplikationsrate bei Masern war niedrig. Heutzutage werden hingegen Kleinkinder gegen Masern geimpft. Diese Impfung schützt laut der Ärztin und Impfaufklärerin Dr. Susan Humphries nicht wirklich vor Masern. Bestenfalls kann der Ausbruch der Erkrankung 25 Jahre lang unterdrückt werden. Die Folge der Impfprogramme gegen Masern ist, dass immer häufiger Erwachsene an den Masern erkranken. Heutzutage sind verstärkt auch ältere Teenager von Masern betroffen. Es ist bekannt, dass die Häufigkeit von Komplikationen bei der Masernerkrankung steigt, je älter die Masernpatienten sind. Das US-Gesundheitsministerium veröffentlicht auf seiner Homepage eine Tabelle zu Impfschäden. Am Beispiel der Masernimpfung hier die offiziell aufgeführten möglichen Nebenwirkungen: 4 Stunden nach Impfung allergischer Schock, 5 bis 15 Tage nach Impfung Hirnentzündung. Auf der Packungsbeilage des Masern-Mumps-Röteln-Impfstoffs MMR von Merck und Co. werden als mögliche unerwünschte Nebenwirkungen folgende Krankheiten aufgezählt: Hirnentzündung, Krampfanfälle und Autismussymptome. Eine Impfpflicht kann die Gesundheit von Kleinkindern nicht verbessern. Eine im Jahre 2011 veröffentlichte Studie untersuchte die Sterblichkeit bei Kleinkindern im Verhältnis zur Anzahl an Impfungen, die ihnen verabreicht wurden. Das Ergebnis war: In den USA werden Säuglingen die meisten Impfungen verabreicht, nämlich insgesamt 26. Dennoch haben 33 Länder eine niedrigere Säuglingssterblichkeit als die USA. Die Studienautoren schlussfolgern: In Ländern, die mehr Impfungen verlangen, ist die Kindersterblichkeit tendenziell höher. Ein italienisches Gericht veröffentlichte im September 2014 einen Bericht, der zeigt, dass die beiden Impfstoffe für Kinder, Infanrix Hexa sowie Brevenar 13, zum Tod bei Säuglingen geführt haben. Die Mehrzahl der 36 gemeldeten plötzlichen Todesfälle ereignete sich in den ersten 5 Tagen nach der Infanrix-Hexa-Impfung. Details dazu finden Sie unter eingeblendetem Link. Aluminium ist für den Menschen giftig. Insbesondere die Gehirnzellen von Kindern können durch das Leichtmetall dauerhaft geschädigt werden. Auch heute noch enthalten Diphtherie- und Tetanusimpfungen Aluminiumverbindungen. Sie gelten als Dirty Little Secret, zu Deutsch schmutziges kleines Geheimnis der Impfmedizin. Aluminium verstärkt die Immunreaktion und fördert die Bildung von Antikörpern. Dr. Christopher A. Shaw ist Professor an der Universität von British Columbia und Fachmann für Impfstoffsicherheit. Er veröffentlichte 2013 eine wissenschaftliche Studie zur Aluminiumwirkung auf das Gehirn bei Kindern. Er folgerte: Bei kleinen Kindern lässt sich ein sehr deutlicher Zusammenhang zwischen der Zahl der kinderärztlich verabreichten Impfungen mit Aluminiumzusatzstoffen
und dem Auftreten von Autismus aufzeigen. Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt, dass durch eine Zwangsimpfung noch nie eine Krankheit ausgerottet werden konnte. Abschließend muss betont werden, dass sich trotz jahrzehntelanger Impfpraxis bisher wenige Ärzte für eine gesetzliche Impfpflicht ausgesprochen haben. Denn unter Medizinern und Wissenschaftlern ist Folgendes weithin bekannt: Jede Art medizinischer Therapie und auch Impfung verursacht eine Wirkung als auch eine Nebenwirkung beim Patienten. Deshalb sollte jeder Mensch das Recht auf eine individuelle Impfentscheidung behalten. Frau Dr. Suzanne Humphries ist Fachärztin und klärt über Impfungen und ihre Nebenwirkungen auf. Nach jahrelanger Recherche kommt sie zur folgenden Aussage: Wenn die Ärzte ehrlich zugeben würden, wie wenig sie in Wirklichkeit über das Immunsystem und das Impfen wissen, dann würden sie den Patienten sagen, dass es keine exakten wissenschaftlichen Antworten gibt. Solange uns die ganze Wahrheit nicht mitgeteilt wird und solange die Ärzte nicht in der Lage sind, sich geistig zu befreien, sind die Eltern die einzigen Menschen, die ihre Kinder vor Schaden bewahren können. Verbreiten Sie deshalb diese Sendung und helfen Sie dadurch mit, eine gesetzliche Impfpflicht in Deutschland zu verhindern. Der Bevölkerung wird durch die Medien zunehmend suggeriert, dass durch den Staat angeordnete Maßnahmen einen effektiven Schutz vor der Masernerkrankung bewirken könnten. Gibt es bereits Beispiele für staatlich verordnete Gesundheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel Impfpflicht? Hatten sich diese bewährt? Die erste staatlich verordnete Massenimpfung erfolgte gegen Pocken und bestand von Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Trotz abweichender Ansichten mancher Ärzte waren sich die Regierungen und die Gerichte einig in ihrer Überzeugung, dass die Impfungen vom Staat erzwungen werden dürften. Der Staat setzte damit seine Absichten als absolut fest. Die persönliche Freiheit seiner Bürger setzte er kurzerhand außer Kraft. Keine Berufsgruppe wurde von diesen absolutistischen Vorschriften ausgenommen. Ein Lehrer wurde zum Beispiel dazu gezwungen, sich impfen zu lassen, da er den Schulbehörden unterstellt sei und kein Recht habe, sich diesen zu widersetzen. Um die Einhaltung des Gesetzes zu erzwingen, wurden Menschen inhaftiert oder mussten Geldstrafen zahlen. Anderen wurde das Privatvermögen gleich ganz entzogen. Die Gerichte entschieden, dass der vermeintliche Schutz der Bevölkerung vor Krankheit durch ihre fragwürdigen Zwangsmaßnahmen den absoluten Vorrang vor der persönlichen Wahlfreiheit habe. Und das, obwohl Ärzte von der Impfung abrieten und nachweislich viele Menschen aufgrund von Impfungen schwerst erkrankten. Nun zurück zur aktuellen Forderung nach einer Masernimpfpflicht. Die Kampagnen von Politik und Medien sind augenscheinlich nicht von einer fundierten Sachlichkeit, sondern von einer Angstmacherei gezeichnet. Dies zeigt sich zum Beispiel durch die Meldung von Spiegel Online vom 13. März, ich zitiere: Um die Masernerkrankung zu eliminieren, ist gemäß WHO eine stabile Impfquote von 95% der Bevölkerung erforderlich. Dies sind Aussagen, die nicht durch wissenschaftliche Studien gedeckt sind, beziehungsweise diesen sogar widersprechen. Wir verweisen auf unsere Sendungen Masernimpfung nützlich oder schädlich vom 26.02.2015 und Historischer Rückblick, eine Impfpflicht konnte Masern noch nie ausrotten vom 4.03.2015. Diese Sendungen verdeutlichen die einseitige und falsche Berichterstattungen der Medien zu diesem Thema. Durch die aktuellen Kampagnen von Politik und Medien werden die Menschen obendrein zunehmend in zwei kontroverse Lager gespalten, nämlich geimpft und ungeimpft. Ein Zitat von Abraham Lincoln, amerikanischer Präsident von 1861 bis 1865, bringt es so auf den Punkt: Kein Mensch ist gut genug, um einen anderen Menschen ohne dessen Einwilligung zu beherrschen. Und Professor Newman, ein britischer Gelehrter, unterstrich dies bereits am 26. Oktober 1874. Ich behaupte, dass es über die Kompetenz des Staates hinausgeht, ein medizinisches Verfahren vorzuschreiben oder eine wissenschaftliche Theorie durchzusetzen.
Frau Dr. Suzanne Humphries ist eine US-amerikanische, von der Pharmaindustrie unabhängige Internistin und Nierenfachärztin. Während ihrer jahrzehntelangen Praxis als Ärztin machte sie die persönliche Erfahrung, dass die gängige Medizin, anstatt die Menschen zu heilen, häufig sogar neue Krankheiten erzeuge. Über viele Jahre hat sie zum Thema Impfungen und Infektionskrankheiten recherchiert und diese in ihrem Buch Die Impfillusion, Infektionskrankheiten, Impfungen und die unterdrückten Fakten veröffentlicht. Dabei beleuchtet sie wichtige Aspekte, die der Öffentlichkeit bislang wenig bekannt sind, aber sehr nützlich sein könnten. Während ihrer Skandinavienreise traf sich Frau Dr. Humphries mit Klagemauer TV zu einem Interview zu Masern, Masernimpfung und Impfungen generell. Sie legt ihre persönliche Überzeugung zu verschiedenen Fragen dar, unter anderem, ob eine Impfung gegen Masern überhaupt sinnvoll ist und wie man sich auf natürlichem Weg vor einer Maserninfektion schützen kann. Schließlich zeigt sie auf, wie unzureichend der heutige Wissensstand der Ärzte über das Immunsystem ist und wie fahrlässig es sei, trotz diesem mangelnden Wissen auf Impfungen zu pochen. Hören Sie nun auf Klagemauer TV eine weitere unabhängige Stimme zum Thema der Masernimpfung, die zur persönlichen Meinungsfindung weiterhelfen soll. Frau Dr. Humphries, Sie sind Ärztin und arbeiten daran, Licht auf das Thema Immunisierung und Impfen zu werfen. In Ihrem Buch Die Impfillusion, Infektionskrankheiten, Impfungen und die unterdrückten Fakten erforschen Sie den wahren Ursprung von Infektionskrankheiten und den Zusammenhang zwischen Lebensbedingungen, Ernährung und Gesundheit. Sie weisen auf lang übersehene Fakten und Quellen hin und lösen damit vollständig den Mythos auf, dass uns das Impfen von Krankheiten befreit hat. Wie kam es dazu, dass Sie als Ärztin anfingen, das Impfen zu hinterfragen? It was in the winter Es war im Winter 2009, als ich als Nierenspezialistin an einem großen Lehrinstitut in den Vereinigten Staaten arbeitete. Ich war eine impfende Ärztin und ich hatte niemals gedacht, dass es überhaupt ein Problem mit dem Impfen geben könnte. Einige Patienten wurden in die Klinik eingewiesen, die zuvor eine normale Nierenfunktion gehabt hatten, und als sie ins Krankenhaus kamen, brauchten sie eine Dialyse. Und der erste Patient, der mich alarmierte, dass es da ein Problem geben könnte, war der Patient, der mir sagte, es ging mir gut, bis ich in diesen Impfstoff bekam. Und ich stellte ihm weitere Fragen und es kam heraus, wir hatten dazu eine Akte, dass er zuvor normale Nieren vor dem Impfstoff gehabt hatte und nun war er an der Dialyse. Es gab drei solche ähnliche Patienten. Da dachte ich, nun lass uns mal schauen, was passiert, wenn wir diese Impfstoffe im Krankenhaus verabreichen. Und dann sah ich, da war ein Paar, es war selten, aber es passierte, dass Patienten ein Nierenversagen entwickelten innerhalb von 24, manchmal 48 Stunden nach der Impfung, während sie im Krankenhaus waren. Kein anderer Arzt konnte eine andere Ursache dafür feststellen. Wenn also in der Vergangenheit ein blutdrucksenkendes Medikament gab oder ein Schmerzmittel oder Antibiotikum, das einen Nierenschaden verursacht, dann habe ich empfohlen, das Medikament abzusetzen und niemand stellte das in Frage. Denn ich war die Spezialistin und jeder stimmte damit überein, dass das Medikament das Problem verursacht. Aber als es um die Impfung ging, war es eine komplett andere Geschichte. Niemand konnte glauben, dass ein Impfstoff Nierenprobleme verursachen könnte. Selbst als ich Ihnen die Fakten präsentierte und Fallberichte und dass an bestimmten Patienten keine Sicherheitsstudie in unserem Krankenhaus durchgeführt worden war, rannte ich immer noch gegen eine Mauer von hartnäckiger Ungläubigkeit. Deshalb und auch weil ich mit Polio- und Pockenimpfstoffen zu tun hatte, als ich Patienten mit Nierenversagen betreute und nachdem sie die Grippeimpfung erhalten hatte, sagte ich mir, ich denke nicht, dass es mit der Grippeimpfung zusammenhängt, aber ich werde trotzdem über Polio- und Pockenimpfung recherchieren. Und ich recherchierte, wobei sich herausstellte, dass die Geschichte und Wissenschaft hinter diesen zwei Impfungen in Wirklichkeit ganz anders ist als das kleine bisschen Information, was wir als Ärzte verstehen. Tatsache ist, dass Ärzte in der Regel überhaupt nichts über Impfstoffe in ihrem Medizinstudium lernen.
Sie lernen nur, welche Impfstoffe es gibt und wann sie verabreicht werden sollten. Wir setzen voraus, dass sie sicher und wirksam und notwendig sind, genau wie ich auch bis 2009, als ich bemerkte, dass sie nicht unbedingt für jedermann sicher sind. Und als ich anfing, die Sicherheit zu hinterfragen, stieß ich auf viel Ungläubigkeit und regelrechte Ablehnung. Ironischerweise hat mich das dazu gebracht, so viel zu recherchieren, was ich seitdem in Vollzeit gemacht habe, den ganzen Tag, fast jeden Tag in den letzten Jahren. Ich habe mich mit der Geschichte, Immunologie und Biologie von Impfungen beschäftigt und mit der medizinischen Literatur über die Immunologie von Impfstoffen. Die Weltgesundheitsorganisation hatte sich zum Ziel gesetzt, die Masern bis 2015 weltweit mit Hilfe der Masernimpfung auszurotten. Dieses Ziel wird offensichtlich nicht erreicht, aber der Druck von Gesundheitsbehörden, Zwangsimpfungen für alle Kinder einzuführen, nimmt immer mehr zu. Ist eine Impfung gegen Masern aus Ihrer Sicht sinnvoll? Naja, es wäre sinnvoll, wenn es tatsächlich einen Impfstoff gäbe, der wirksam und von Dauer wäre und auf dem gleichen natürlichen Weg in den Körper eindringen würde, wie die Masern in den Körper kommen. Aber so einen Impfstoff gibt es nicht. Und es wurde immer und immer wieder von einigen der weltweit bekanntesten Impfforscher veröffentlicht, wie zum Beispiel Dr. Gregory Poland, der explizit gesagt hat, dass der gegenwärtige Impfstoff, den wir haben, nicht in der Lage ist, Masern von dem Planeten zu schaffen, weil er a. nicht lange genug im Körper bleibt, sodass Erwachsene nun anfällig gegenüber Masern sind und b. weil manche Menschen überhaupt nicht auf den Impfstoff ansprechen, wenn er ihnen injiziert wird. Hingegen, wenn sie mit Masern angesteckt werden und wieder genesen, haben sie danach 65 Jahre oder länger eine natürliche, solide und starke Immunität. Das andere Problem mit dem Impfstoff ist, dass geimpfte Mütter nicht in der Lage sind, die gleiche Stärke und Immunität ihrem Baby zu geben. Deshalb haben wir dann Babys, die anfällig für Masern sind, während sie es in der Vergangenheit nicht waren, weil die Mütter ihnen während der Schwangerschaft so eine starke Immunität gaben. Also wir haben einen Impfstoff, der eindeutig nicht in der Lage ist, die Ziele der Weltgesundheitsorganisation zu erreichen, selbst wenn jeder Mensch auf der Erde zweimal geimpft werden würde. Es ist unmöglich. Die Weltgesundheitsorganisation hatte auch das Ziel, Mumps bis 2010 zu beseitigen. Jetzt haben wir 2015. Und es gab große Ausbrüche in Australien, es gab große Ausbrüche in Korea und weiterhin haben wir Ausbrüche in den Vereinigten Staaten. Trotz der Tatsache, dass wir einen weiteren Impfstoff ins Programm aufgenommen haben. Wir hören immer wieder die gleiche Nachricht. Wir haben das Ziel, eine Krankheit zu beseitigen und es wird massive Impfkampagnen geben. Und dann geben sie und machen diese massiven Impfkampagnen. Und wenn es um Masern und Mumps geht, verlagern sie mit Erfolg die Krankheitsübertragung im Kindesalter und machen den Rest von uns Erwachsenen anfällig für die Krankheit. Und dann gibt es Ausbrüche. Und dann sagen sie, wir müssen mehr Impfstoffe hinzufügen. Aber was sie jetzt sagen, dass wir in das neue goldene Zeitalter der Impfstoffe eingehen müssen und anfangen müssen, verschiedene Arten von Impfstoffen zu kreieren, mit verschiedener Gentechnik und verschiedenen Verabreichungswegen. Wenn also ein Impfstoff versagt, dann dürfen wir sagen, es hat ein Problem damit gegeben, aber nur, wenn wir einen anderen schon parat haben, den wir der Öffentlichkeit präsentieren können. Also es gibt einige große Probleme hinsichtlich der Wirksamkeit von Impfungen. Und es ist ein religiöser Glaube, dass Impfungen auch nur annähernd so lang halten, wie uns die natürliche Krankheit immun macht. Und wir haben auch eine falsche Alarmstufe, was die Gefahr von Mumps, Masern und Grippe angeht. Ich bin dann sehr oft durchgegangen in vielen Vorträgen, die ich in Skandinavien gehalten habe. Wir haben einige der Probleme in unserem Buch behandelt. Während Impfforscher für sich Erfolg verbuchen können, weil sie den Anteil der Kranken in einen bestimmten Teil der Bevölkerung gesenkt haben, werden sie die Krankheiten trotzdem nicht ausrotten. Es ist ein absoluter Wunschtraum, dass sie diese Krankheiten komplett ausrotten können. Und genauso ist es auch falsch zu sagen, dass diese Krankheiten heutzutage in unserer Gesellschaft tödlich sind. Gibt es natürliche Wege, wie man sich vor einer Maserninfektion schützen kann? Nun, wenn sie anfällig gegenüber Masern sind, das heißt, wenn sie nicht immun gegen Masern sind,
dann können sie sich nicht davor schützen, sie zu bekommen. Sie werden sie bekommen. Also wenn Sie jemand sind, dessen Impfung nachgelassen hat oder niemals gewirkt hat, oder wenn Sie jemand sind, der niemals geimpft wurde, oder wenn die Immunität Ihrer Mutter sehr kurzlebig in Ihrem Körper war, dann sind Sie anfällig und können an Masern erkranken. Aber ich glaube nicht wirklich, dass wir Menschen dafür schützen müssen, Masern zu bekommen. Und darüber haben wir ausführlich in unserem Buch geschrieben, denn die Sterberate aufgrund von Masern lag schon bei fast null, bevor die Impfung in der westlichen Bevölkerung eingeführt wurde. Was wir heute haben, sind Erinnerungen vom Gesundheitsamt, dass es im 19. Jahrhundert hohe Sterberaten aufgrund von Masern gab. Und diese gab es tatsächlich. Selbst in Island gab es hohe Sterberaten wegen Masern im 19. Jahrhundert. Aber wenn Sie auf das Jahr 1916 schauen, sehen Sie eine markante Verringerung der Sterberate, die bis hin zu den 60er, 70er Jahren geht, bevor die Impfung überhaupt eingeführt wurde. In großen Teilen Skandinaviens lag die Sterberate bei nahezu null. Und das ist das Gleiche in Neuseeland, in den Vereinigten Staaten, England und Wales. Also, angesichts dessen müssen wir Sie fragen, sind Masern wirklich so tödlich, wie es uns gesagt wird? Und die Antwort ist nein. Es gibt keinen Grund, warum Masern heutzutage tödlich sein sollten. Mit dem Wissen, was wir heute haben, mit der medizinischen Ausstattung, die uns zur Verfügung steht, die wir eigentlich gar nicht brauchen sollten, wenn die Masern richtig behandelt werden. Und das beinhaltet die Verabreichung Vitamin A, und das stimmt die Weltgesundheitsorganisation auch zu, Vitamin A bei Masern zu geben, dem Körper genug Vitamin C zur Verfügung zu stellen und als Fundament eine gute Ernährung zu haben. Wenn diese Dinge stimmen und man dazu ein gesundes Mikrobiom hat, was im Grunde genommen die Bakterien und Viren sind, welche normalerweise im Körper leben, das gehört zu ihrem Immunsystem. Wir wissen heute so viel mehr darüber, wie man das Immunsystem gesund erhält, dass es keinen Grund dafür gibt, warum man Angst vor Masern in der Bevölkerung haben sollte. Das nächste Argument ist, dass wir die Babys schützen müssen, dass wir die Kinder schützen müssen und Erwachsene, die Krebs haben und nicht geimpft werden können. Was die Babys angeht, Babys waren vor der Impfung sehr gut geschützt. Sie waren viel besser geschützt, als sie es heute sind. Eigentlich sind die Impfungen der Grund, warum Babys heutzutage nicht mehr gut geschützt sind. Deshalb kann ich diesem Gegenargument nicht zustimmen. Und was die Krebskranken angeht, können Sie in jedem beliebigen Krebszentrum an der Wand lesen: Bitte nicht betreten, wenn Sie kürzlich mit einem Impfstoff mit lebenden Viren geimpft worden sind. Also wir haben hier die Situation, dass die lebenden Viren aus dem Impfstoff tatsächlich von Menschen übertragen werden, die geimpft worden sind. Sie sind also für die ersten paar Wochen nach der Impfung eine Gefahr. Und es gibt verschiedene dieser Impfstoffe. Aber die andere Sache ist, wenn Sie Krebs haben, ist es sowieso viel klüger, nicht unter die große Masse zu gehen, weil Sie sich nicht nur Krankheiten einfangen können, gegen die es Impfungen gibt, sondern auch welche, wogegen es keine Impfungen gibt. Wenn Sie Krebs haben und Ihr Immunsystem von Onkologen und Ärzten absichtlich komplett lahmgelegt wurde, in der Hoffnung, dass Sie den Krebs überwinden können. Meiner Meinung nach sollten wir keines unserer vollkommen gesunden Kinder impfen lassen, die mit Masern problemlos klarkommen würden, nur um einen sehr geringen Anteil der Bevölkerung zu schützen, der wahrscheinlich durch das medizinische System geschaffen wurde und deren Immunsystem durch das medizinische System komplett zerstört wurde. Es ist einfach nicht fair, von ihnen zu verlangen, dass sie das mit ihren und all den anderen gesunden Kindern tun. Denn es gibt Risiken, die mit der Masernimpfung zusammenhängen. Und die Masernimpfung schützt einfach nicht so lang und so gut wie die natürliche Erkrankung. Eltern von kleinen Kindern stehen immer wieder vor der Frage, ob sie ihre Kinder impfen lassen sollten oder nicht. Sie wollen das Beste für ihre Kinder. Außerdem ist die Information auch weit verbreitet, dass Impfungen uns vor Krankheiten schützen können. Haben Sie einen Rat für Eltern, wie sie sich über Impfungen informieren können und worauf sie dabei achten sollten? Ja, das Erste, was Eltern tun sollten, ist, sich alles anzuhören, was die Regierung sagt, die Weltgesundheitsorganisation anzuhören, den Arzt anzuhören, alle Informationen zu lesen, die ihnen gegeben werden, und sie sollten nach dem Beipackzettel mit den Inhaltsstoffen fragen. Man wird nicht sehr erfreut sein, wenn sie danach fragen.
Aber ich möchte, dass die Eltern alle Beipackzettel lesen, Vorder- und Rückseite, und dass sie die Informationen verstehen, die darauf stehen. Das ist es, womit die Eltern anfangen sollten. Und dann sollten sie darüber hinaus auch andere Informationen lesen, aus anderen Büchern und in alternativen Medien. Denn es gibt eine Menge Informationen, die Eltern gezielt nicht gegeben werden, weil, und das ist auch wieder gut dokumentiert in der Zeitschrift Pediatrics und in anderen medizinischen Publikationen, die Informationen, die an Eltern weitergegeben werden, auf das Minimalste beschränkt werden, um sie zum Impfen zu bewegen. Sie sind nicht dazu bestimmt, um ein weites Verständnis über Krankheiten und Impfungen zu geben. Deshalb müssen die Eltern verstehen, dass es Krankheiten gibt, gegen die Impfungen vorhanden sind, die ihr Kind für kurze Zeit vor der Krankheit schützen. Das ist bei fast allen Impfungen der Fall. Aber Gesundheit kommt nicht durch eine Nadel. In dem Impfstoff gibt es nichts, was eine gesunde Wirkung auf den Körper hat. Und Eltern müssen das verstehen. Sie müssen die Immunität von Kleinkindern verstehen und dass ein kindliches Immunsystem von Natur aus entzündungshemmend geschaffen ist. Und dafür gibt es einen guten Grund. Darüber habe ich mehr als genug in meinem Vortrag über Kleinkindimmunität gesagt. Sie müssen verstehen, dass wenn man ein Kleinkind Impfstoffe verabreicht, dass dies seine natürliche Veranlagung verletzt, in der sich ein Baby befinden sollte, während das Immunsystem sich entwickelt und stark wird. Dann müssen die Eltern entscheiden, ob ihre Angst vor einer Krankheit groß genug ist, um sich über diese natürliche Veranlagung des Immunsystems hinwegzusetzen. Ich empfehle auch, dass Eltern mit anderen Eltern sprechen, die Kinder haben, die nicht geimpft wurden, und Eltern, die sowohl Kinder haben, die geimpft wurden, als auch welche, die nicht geimpft wurden. Sie sollten sie nach der Gesundheit ihrer Kinder fragen, wie oft ihre Kinder Antibiotika brauchen, was sie gemacht haben, wenn ihre Kinder krank geworden sind und wie sie sie behandelt haben. Und sie sollten fragen, warum sie sie nicht geimpft haben und was sie verstanden haben. Denn solche Eltern haben jede Menge Informationen und sie sind freigebig und sie sind sehr gern dazu bereit, ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit ihnen zu teilen. Also, ganz gleich, ob sie sich impfen ließen oder nicht, ob sie ihre Kinder impfen ließen oder nicht, sie müssen verstehen, wie man mit dem Immunsystem umgeht. Sie müssen über Ernährung lernen, über Hausmittel, Vitamin C eingeschlossen, und sie müssen verstehen, was bei Fieber geschieht in einem Säugetier. Denn Fieber hat einen Zweck, aber trotzdem haben Eltern und Ärzte aus irgendeinem Grund schreckliche Angst vor Fieber. Ich war nie in der Lage, den Grund dafür herauszufinden, und sie wollen Fieber behandeln, als wäre es die Krankheit selbst. Dabei heißt Fieber, dass der Körper seinen Job macht, und wenn man versucht, die Temperatur zu senken, ist es, als würde man seinen Kampfhund erschießen, weil er bellt. Das wollen sie doch nicht. Sie sollten dieses Fieber zulassen, damit es seine Arbeit tun kann. Und das heißt, den Körper aufheizen, damit die Mikroben getötet werden und die Kommunikation mit anderen Zellen stattfindet, die reinkommen können, um die Krankheit zu bekämpfen. Das Kind fühlt sich dadurch nicht unbedingt besser. Normalerweise fühlen sich die Eltern und Ärzte dadurch besser. Aber es ist eigentlich besser, wenn man dieses Fieber nicht behandelt, weil man dadurch weniger ansteckend ist und es weniger lebensbedrohlich ist. Und das ist eine medizinische Tatsache und das steht in vielen medizinischen Zeitschriften, egal ob sie auf der Intensivstation oder zu Hause sind. Ihre Überlebenschancen sind besser, wenn sie das Fieber nicht mit einem Medikament senken. Sie haben darüber gesprochen, was wir über das Immunsystem wissen. Was ist der heutige Wissensstand der Medizin über das Immunsystem des Körpers? In Ihrem Buch gehen Sie ja nicht so in die Tiefe. Ja, das Immunsystem ist wirklich ein interessantes Phänomen. Und was dabei bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass die damaligen Erfinder der Impfungen nichts über das Immunsystem wussten. Sie wussten noch nicht einmal, was ein weißes Blutkörperchen war. Edward Jenner, der die erste Impfung gegen Pocken entwickelte, wusste nicht nur nichts über das Immunsystem, sondern er kannte noch nicht einmal das weiße Blutkörperchen und dessen Funktion. So dauerte es einige Zeit, nämlich rund 200 Jahre, bis wir den heutigen Wissensstand über das Immunsystem erreichten, denn seit den 1980er Jahren gab es einen Fortschritt im Verständnis des Immunsystems und es tritt ständig neue Informationen zutage, wo Wissenschaftler immer überrascht sind, wenn sie diese Neuigkeiten herausfinden.
Und eines dieser Dinge ist, dass wir ein angeborenes Immunsystem haben, das immer da ist und fähig ist, auf verschiedenen Ebenen zu funktionieren. Das bedeutet, dass die Bakterien in ihrem Hals, in ihrem Darm oder auf ihrer Haut tatsächlich ein Teil ihres Immunsystems sind. Und wenn sie sich nun ein Antibiotikum einschmeißen, dann hindern sie eigentlich das Immunsystem daran, vernünftig arbeiten zu können. Man würde das niemals vermuten, wenn man in eine Kinderarztpraxis kommt und sieht, wie viele Antibiotika dort ganz selbstverständlich verabreicht werden, oft für alle Fälle, auch wenn es sich um einen viralen Infekt handelt. Was man hier eigentlich tut, ist, das Immunsystem des Kindes rückwärts zu programmieren, wenn man ihm ein Antibiotikum verabreicht. Das sagt uns in etwa, wie viel die Ärzte über das Immunsystem wissen. Nun, es wird ein wenig über das Immunsystem an den medizinischen Hochschulen gelehrt. Aber wenn man die meisten Ärzte fragen würde, wären sie nicht in der Lage, den Unterschied zwischen dem angeborenen und dem angelernten Immunsystem zu erklären. Sie wären nicht in der Lage, die verschiedenen Säurearten und die chemischen Stoffe zu erklären oder was diese bewirken, zum Teil, weil es noch nicht bekannt ist, zum Teil aber auch, weil es noch nicht Teil der täglichen Praxis ist. Vielleicht würde sich der Immunologe etwas auskennen. Als Transplantationsarzt würde er Aussagen über verschiedene Zellarten treffen können, aber nur, weil man Medikamente verabreicht, um sie unschädlich zu machen, nicht, weil man versucht herauszufinden, wie sie am besten auf der höchsten Ebene funktionieren. Also ich glaube, dass das Wissen der Mediziner im Allgemeinen sehr stark zu kurz kommt, was die Kenntnis über das Immunsystem angeht. Und das ist sehr offensichtlich, wenn man beobachtet, wie schnell die Ärzte bereit sind, Medikamente in die Menschen hineinzustopfen, die a. nicht nötig wären und b. das Immunsystem in einer schlechten Art und Weise beeinflussen. Nun, die Qualität und das Verständnis über das Immunsystem haben sich über die vergangenen vielleicht 20 Jahre verbessert, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns und die besten Immunologen sagen immer noch, während wir einen Wissenszuwachs über das Immunsystem haben, gibt es vermutlich immer noch mehr, was wir nicht wissen, als was wir bereits wissen. Aber das lässt die Menschen nicht davor zurückschrecken, ganz alltäglich Clusterbomben in das Immunsystem hineinzuwerfen und dann zu schauen, was daraufhin passiert, statt zu wissen, was passieren wird und sich darüber Gedanken zu machen, was man tut, wenn man so ins Immunsystem eingreift. Und ich glaube, dass tatsächlich das Augenmerk mehr auf der Wissenschaft als auf den medizinischen Berufen liegen sollte, wie man ein gesundes Immunsystem baut, wiederherstellt und unterstützt, denn es gibt genug Wissen, welches von den Ärzten angewendet werden könnte. Aber der Fokus scheint immer nur darauf zu liegen, Medikamente zu verschreiben, mehr Medikamente, statt den Menschen zu sagen, was sie essen, die Mineralstoffe, die sie zu sich nehmen oder die Vitamine und wie man einen Vitaminmangel erkennt. Das ist wichtig. Herzlichen Dank, Frau Humphries, für die Zeit, die Sie sich für dieses Interview genommen haben.